Die nächste Dame, die ich ankündigen möchte, hat uns hier in Wien sehr beeindruckt. Sie hat hier schon ein paar Mal gesprochen. Die Rede ist von Christel Meyer. Was ich besonders spannend finde, ist in dem Zusammenhang, dass in diesem riesigen Themenkomplex Medizin, Gesundheit und Ethik, die auch damit zusammenhängt, ja, dass unglaublich viel mitgeschwommen wird. Es wird in der Forschung unglaublich viel mitgeschwommen mit der Masse und mit der sozusagen öffentlichen oder veröffentlichten Meinung und mit der Meinung sozusagen der großen Granden. Es braucht schon auch Mut, dem zu widersprechen, ja, und einfach zu sagen, man beginnt hier wirklich mit Menschenverstand etwas sozusagen auf sehr hohem Niveau zu untersuchen und man muss sich dann aber auch trauen, das Ganze so zu abstrahieren und in einfachen Worten auch sozusagen dir und mir dann auch so wiedergeben zu können. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Danke, dass du hier bist, Christel Meyer. Dankeschön. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute nach Wien gekommen seid, liebe Mitmenschen, dass ihr jetzt bei der ersten globalen Friedensmahnwache dabei seid und dass wir gemeinsam den Frieden befördern wollen, dass es noch mehr werden. Ich bin von meiner Ausbildung her Naturwissenschaftlerin, aber ich habe auch Philosophie, Ethik in Bereichen mich weitergebildet. Und mir liegt also am Herzen die Menschenrechte, die Humanität und das freie Wort. Heute werde ich zum Thema Gesundheit und Wissenschaft nicht so viel sagen, weil da findet man auch genug auf meiner Webseite oder bei LinkedIn oder im Internet, auf Facebook. Ich werde etwas sagen zu dem Thema Gehorsam. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Darüber sprechen wir selten. Und natürlich werde ich ein bisschen dabei provozieren. Ich selber sehe mich, weil mich die meisten vielleicht nicht kennen, als Weltenbürgerin. Geboren bin ich in Österreich, aufgewachsen in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Ägypten. Ich habe lange in Deutschland gelebt. Ich war 3 Jahre in Zentralamerika vor nicht zu langer Zeit und bin jetzt wieder zurück in meiner Heimat in Österreich. Ich habe eigentlich erst gestern so richtig erfahren, dass ich heute auf der Hauptbühne sprechen soll. Und deswegen habe ich ein bisschen was zusammengestückelt für euch, was euch aber vielleicht doch einen echten Drive auch geben soll, Dinge zu hinterfragen, über die man nicht so viel spricht. Und vielleicht ein Spruch zu Beginn. Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Ich lese sehr gerne und ich habe auch in letzter Zeit ein kleines Büchlein von Arno Grün gelesen oder Gruen. Und dieses Büchlein hat mich sehr beeindruckt. Es sind Gedanken gewesen, die ich natürlich selber auch gehabt habe, aber die er sehr gut formuliert. Arno Grün oder Grün ist 1923 geboren und in Berlin übrigens, wo ja viele herkommen heute auch. Und er musste emigrieren 1936. Er ist dann in den USA, in New York gewesen. Er hat Psychologie studiert und hat als Psychoanalytiker und mit eigener Praxis und auch als Psychiater gearbeitet, also mit eigener psychologischer Praxis. Er hat Kinder in Harlem betreut. Er ist dann später in die Schweiz gegangen und hat dort auch in eigener Praxis gearbeitet und arbeitet dort. Und er hat viele Bücher geschrieben und Preise bekommen. Und ich möchte ein bisschen etwas von seiner Weisheit wiedergeben und nachher noch etwas Eigenes dazu sagen. Und ich werde versuchen, nicht allzu lang zu sein, aber ich glaube, es lohnt sich. So, schauen wir mal. Also, das ist das Zusammengestoppelte halt. Das Resultat unserer rationalisierten, von abstrakten Ideen über unser erwünschtes gehorsames Wesen geformten Zivilisationen sind standardisierte Personen. Das Individuum in unseren Kulturen läuft deswegen dauernd Gefahr, sich in eine Funktion oder in einen Statusideal aufzulösen. Wir, die wir uns für so individualistisch halten,
verwechseln die Konstruktion einer Persona mit der eigenständigen Entwicklung eines Selbst. Deswegen hielt Nietzsche die ideale Welt für eine Lüge, weil sie aus ja-sagenden, sich selbst verleugnenden Menschen bestand. Die Angst, ungehorsam zu sein, führt dazu, sich dem Unterdrücker unterzuordnen. Das Bedürfnis nach Gehorsam ist ein grundlegender Aspekt unserer Kultur. Gerade dieses Bedürfnis spiegelt aber eine Pathologie, die von der Kultur selbst hervorgerufen, ja erzeugt wird. Wer die Demokratie stärken will, muss folglich zunächst die Wurzeln dieser Pathologie aufdecken. Nicht rationale Programme sind dabei gefragt oder erforderlich, vielmehr müssen die Strukturen grundlegend verändert werden, die diesen Gehorsam erfordern. Weil diese Strukturen des Gehorsams offensichtlich allgegenwärtig und so sehr Teil unseres täglichen Lebens sind, nehmen wir sie als solche gar nicht mehr wahr. Der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace kleidete diesen Sachverhalt in eine Parabel. Und die finde ich sehr gut. Ich hoffe, er kennt sie noch nicht. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: Morgen, Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und fragt: Was zum Teufel ist Wasser? Mit dem Gehorsam verhält es sich wie mit dem Wasser in der Parabel. Wir erkennen unseren Gehorsam daher überhaupt nicht mehr. Wir leugnen sogar, moderne Sklaven und Knechte des Gehorsams geworden zu sein. Wir spüren die Fesseln schon gar nicht mehr. Und deshalb ist der Kampf gegen diese Knechtschaft, der Kampf gegen den Gehorsam so schwierig. Ach ja, da. Ja, ja. So, es geht gleich weiter. Ein bisschen blättern, habe ich gesagt, werde ich heute. Es blättert sich noch mehr als vorher, ich gedacht habe. Macht nichts, geht schon. So. So, Gehorsam ist die Unterwerfung unter den Willen eines anderen. Dieser andere übt Macht über den Unterworfenen aus. Bereits in frühester Kindheit beginnt diese Unterwerfung lange bevor Sprache und Denken sich ordnen, sodass der Gehorsame später seine Unterwerfung während der Kindheit gar nicht wahrnimmt und sie erduldet, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aus diesem Grund entwickeln sich etliche Kulturen wie die unsrige. Fest verankerte Konventionen verführen zu reflexartigem Gehorsam, veranlassen uns, Obrigkeiten nicht in Frage zu stellen, verleiten uns zur Hingabe an vorgegebene Programmierungen, zu Gruppendenken und machen uns schließlich unfähig, selbst zu denken und selbstbestimmt zu handeln. Einem Herrenvolk anzugehören, ist hervorragend geeignet, sich von der Minderwertigkeit zu erlösen, die hinter der eigenen Unterwerfung lauert. Daher steht auch das folgende Prinzip hinter jeder rechtsradikalen Bewegung: Keine Ideologie, sondern die Minderwertigkeitsgefühle sind ausschlaggebend. Man unterwirft sich, weil man auf eine Erlösung durch die unterdrückende Autorität hofft. Der Hass auf andere, wer immer das auch ist, ich will den jetzt gar nicht aufzählen, weil ich den Hass ja nicht manifestieren will, ist immer der Hass auf das eigene, das man aus Gehorsam aufgeben musste, um die lebensnotwendige Bindung an die unterdrückende Autorität zu sichern. Normale Menschen, so sagt jemand, geraten in einen Zustand der Fremdbestimmung, in dem sie nur noch Vollstrecker des fremden Willens sind. Dabei fühlen sie sich nicht mehr für den Inhalt ihrer Handlungen persönlich verantwortlich, sondern nur noch für deren möglichst gute Ausführung.
Was ich hier beschrieben habe, ist die Grundlage aller sogenannten Hochkulturen. Die Basis unserer Hochkultur ist da in Anführungsstrichen, ist das Bestreben, die Welt im Griff zu haben, sie zu besitzen, sie zu beherrschen und gleichzeitig für Mechanismen zu sorgen, die eine Verleugnung und Verschleierung dieser Motivation bewirken. Diese Verschleierung basiert auf dem Motto: Wir verfügen über dich, weil es zu deinem Besten ist. Die Geschichtsschreibung orientiert sich an Herrschern, Eroberern und mächtigen Feldherren. Die meisten soziologischen und historischen Denksysteme führen deren Verhalten auf innere Größe, Weitsicht und Souveränität zurück. Das Gegenteil ist, so meine Überzeugung, ist der Fall. Unsere Geschichte dreht sich um die Anpassungsfähigen, also jene, die ihre Wut und ihren Hass auf das Fremde außerhalb ihres eigenen Selbst richten. Große Feldherren sind vor ihrem eigenen Schmerz davongelaufen, um ihn außerhalb ihrer selbst in vermeintlichen Feinden zu zerstören. Häufig tut die Kritik diese Einsicht und andere als Psychologisieren ab. Hinter diesem Einwand verbirgt sich aber eine verdrießliche Absicht, dem Menschen seine Verantwortung für sich selbst zu nehmen, damit er seiner wirklichen Schuld und damit seinem Verantwortungsgefühl entkommen kann. Dabei hat uns die zentrale Frage zu beschäftigen, welchen Teil unseres Menschseins wir verloren haben, wie und warum dies geschah und auf welche Weise wir diesen Teil unseres Selbst wiederfinden können. Das Ergebnis ist ein kulturell anerkanntes, normales, aber zugleich verleugnetes Verhalten. Also suchen wir im anderen das Opfer und bestrafen den anderen für den Schmerz, den wir nicht fühlen durften. Wir machen den anderen zu dem Opfer, das wir nicht sein durften. Aus diesen Gründen muss der Kampf gegen den Gehorsam nicht nur mit dem Verstand, sondern mit den Gefühlen, die dem verblendeten Gehorsam zuwiderlaufen, ausgetragen werden. Damit ist ganz allgemein die Empathie gemeint. Unsere Fähigkeit, mitfühlend auf unsere Umwelt einzugehen. Dies bietet nicht nur jenen die Stirn, die ihrem blinden Gehorsam ergeben sind, sondern es zielt auch auf ihre eigenen, verschütteten empathischen Möglichkeiten. Denn die Wahrnehmungen vor der Geburt basieren auf empathischen Vorgängen. Das kognitive Denken entwickelt sich erst nach der Geburt. Und es ist das Instrument, mit dem sich der Gehorsam etabliert. Ich möchte hier einmal noch auf die Milgram-Experimente hinweisen, die ich nicht mehr ausführen werde, da ich der Meinung bin, dass die meisten sie kennen. Wer sie nicht kennt, kann das ja auch im Internet nachsehen. Dort wurde Gehorsam geübt in dem Maße, dass man Obrigkeiten und sogenannten Wissenschaftlern geglaubt hat und dabei Menschen gequält hat für die Sache. Es wurde auch gesagt, dass man dort festgestellt hat bei den Menschen, dass sie Verkrampfungen aufwiesen. Und zwar die Gehorsamen unterdrückten empathische Reaktionen, die dann durch die körperlichen Symptome zum Ausdruck kamen. Genau davor haben viele politische Führer Angst, während Politiker wie die amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln und Franklin D. Roosevelt, der deutsche Kanzler Willy Brandt oder der schwedische Ministerpräsident Olof Palme ganze Völker mobilisierten, indem sie auf menschliches Entgegenkommen pochten. Heutzutage, wo wir alle von weltwirtschaftlichen Dauerkrisen betroffen sind, steht der Gehorsam zudem einer dem Menschen zugewandten Lösung im Wege. John Maynard Keynes wunderte sich in seinem Meisterwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, dass sich die Vorstellung durchgesetzt habe, eine Volkswirtschaft könne nie unter einem Nachfrageausfall leiden, weswegen die Politik falsch sei, die Nachfrage anzukurbeln, obwohl diese Einschätzung der Wirklichkeit widerspräche. Hier tritt ein Denken auf, dass Gehorsam den Herrschenden dient und seine Sparsamkeit verlangt, die soziale Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten allein dadurch rechtfertigt,
indem sie diese zu moralischen Werten erhebt. Thomas Piketty beschreibt in seinem Buch, das er jetzt gerade aktuell neu auf dem Markt ist, das Kapital im 21. Jahrhundert, dass die schon ungleiche Einkommensverteilung noch ungleicher werden wird. Es geht hier ein bisschen weiter, ich will es nicht zu lange machen und deswegen lasse ich auch immer ein bisschen weg. Ich denke, den Grundtenor, den versteht ihr hier und bekommt ihr sehr gut mit. Hinzu kommt die Konstruktion eines Bedürfnisses, in der die Wirtschaftskrise als Moralfabel verstanden wird. Demnach ist die Krise eine notwendige Strafe für unsere Sünden und darf keinesfalls gelindert werden. Das hat Krugman 2012 gesagt. Gehorsam ist destruktiv. Gehorsam grenzt das Denken ein und verneint die Realität. Die Ganzheit der Wirklichkeit lässt sich nicht auf das eingrenzen und einengen, was nur die kurzzeitige Perspektive der Mächtigen widerspiegelt. Eine bessere Welt ist keine Fantasie eines verlorenen Paradieses. Eine bessere Welt wird sichtbar, wenn der verblendete Gehorsam aufgebrochen wird und sich in echte zwischenmenschliche Empathie verwandelt. Ich möchte ein kleines Beispiel bringen, das hier angeführt wird. Es gibt natürlich Hunderttausende und sicher auch andere Beispiele, aber eins muss hier mal stehen. So widersetzte sich das kalabrische Dorf Riace der italienischen Flüchtlingspolitik und empfing illegale Immigranten mit offenen Armen. Weder Kriminalität noch Zerstörung der gesellschaftlichen Zusammenhänge noch Verlust der eigenen Identität waren die Folge, wie es der kritiklose Gehorsam predigt. Vielmehr wurde ein sterbendes Dorf gerettet. Die wahre Utopie, sagte der Regisseur Wim Wenders, der diese Geschichte verfilmte, ist das Zusammenleben der Menschen in Riace. Anstatt ein Ort der Abwanderung zu werden, wurde Riace ein Ort des Zusammenlebens. Durch die Entschlossenheit ihres Bürgermeisters Domenico Lucano, der dem autoritätsgläubigen Gehorsam trotzte und auf das Menschsein seiner Mitbewohner pochte, blühte seine Gemeinde wirtschaftlich und gesellschaftlich wieder auf. Mut, Herz und offenes Denken sind die Kräfte, die den Gehorsam besiegen. So, ein bisschen noch was. Was könnte nun diese Wiener Wende für uns bedeuten? Hinterfragen wir den blinden Gehorsam. Verlassen wir die alten Muster von Symbolik und gespielten Ausgleich und seien wir stattdessen einfach geradlinig und ehrlich. Leben wir offen, ehrlich und authentisch. Zeigen wir Empathie und Mitmenschlichkeit sowie Verantwortung und Vernunft. Das gilt auch und besonders für die Ethikkommissionen, die es überall in der Welt gibt und gerade in meinem Bereich der Wissenschaft nicht wirklich ihre Aufgaben erfüllen. Das will ich als vielleicht einziges heute zum Thema Gesundheit sagen. Wie gesagt, dazu habe ich schon sehr oft was gesagt und das findet man auch bei mir im Internet. Wir wollen nicht den Schreibtischplänen von Mächtigen folgen, die Menschen als verschiebbare Masse betrachten, anstatt jeden mit Respekt und Würde zu behandeln. Das heißt auch, beziehen wir Russland als Partner in unsere europäische Politik mit ein. Gemeinsam könnte man als ein Modell fungieren, um aufzuzeigen, wie es vielleicht auch in anderen Teilen der Welt eventuell gehen könnte, wenn wir offen sind und uns engagieren für Bildung, Kultur, für Wirtschaft, für Wissenschaft und Gemeinschaft sowie Diversität, ohne Verlust von Authentizität. Lassen wir uns doch einfach leben. Lasst Palästina und Israel zu einem Projekt von Leben in Respekt und Menschenwürde werden, wo Menschen sich entfalten können. Die Wirtschaft sollte sich den positiven Werten verschreiben, egal in welchen Bereichen. Vom durch Geschwindigkeit getriebenen Handeln sollten wir hin zum bewussten Handeln. Die Welt verändert sich durch unser Sein und Werden. Der Wandel kommt von innen, aber er wirkt nach außen. Ein Leben in sogenannten Inszenierungen war gestern. Heute sind wir offen und ehrlich. Leben lässt sich nicht durch Geldwerte angemessen einschätzen. Wir wollen Sinn und Werte leben.
Würde, Respekt, Freiheit, Menschenrechte, alles das brauchen wir für uns alle. Wir wollen den Schutz der Schwachen, der Kinder, der Mitwelt, aber auch der Umwelt, das heißt auch der nichtmenschlichen Lebewesen, der Natur insgesamt. Wir wollen eine Schonung, einen guten Umgang. Wir wollen Respekt untereinander befürworten. Wenn wir diese Gedanken und Gefühle heute hier in Wien bejahen, so kann das Licht, das von Ihnen ausgeht, auch auf andere Menschen und Kontinente überspringen. Und das ist das, was ich uns allen wünsche, dass wir heute, auch wenn wir nicht so viele sind, durchaus dieses Licht verbreiten, verteilen und dass dieser Respekt der Würde, die Empathie, die Liebe und das wahre, offene, echte Ich, nicht die Unterdrückung, sondern unsere Authentizität und die Menschenwürde sich in der Welt verbreiten. Und ich danke euch, dass ihr heute gekommen seid. Danke. Bis zum Meier.